Hey Leute, es ist ein bisschen dunkel jetzt, aber egal. Ich dachte, ich mache mal wieder einen Vlog von der Arbeit. Ja, Spätschicht ist halt volle Motivation und so. Dann auch das Wetter, man sieht schon, ist nicht so das Prickelndste. Halt schon ein bisschen eklig. Schaut es euch an. Richtig arschlochgrau und so. Aber was will man machen? Gehört dazu. Und was macht ihr jetzt? So was Schönes. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen Ware verteilen. Ja, vielleicht erratet ihr ja, wo ich arbeite. Ich sag mal nichts dazu. Haha, man sieht's auch nicht. Voll gut. Ja. Ich weiß es auch gerade gar nicht, was ich groß erzählen soll. Ich laufe jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. Ja, hinter mir sieht man den Wareneingang. Hier unseren Stapler. Feierabend schon. Klar. Schaut euch die Uhrzeit an. Ja. Ein bisschen windig ist auch. Das Wetter ist so richtig schön eklig. Oh, hier hat gerade was einen Abgang gemacht. Auch gut. Aber es sieht eh schon aus wie Sau alles hier. Ja, warum sieht es aus wie Sau? Ganz einfache Sache. Wer gestern nicht ganz verpennt hat, hat gemerkt, dass wir hier riesen Unwetter hatten. Aber hier ist schon fast vorbei das Unwetter. Aber ein bisschen windig ist noch. Aber in anderen Regionen von Deutschland ist noch Unwetterwarnung und alles. Nicht so das Schönste, was man sich wünschen kann für Anfang der Woche. Abgesehen davon, dass Montag eh schon am unmotivierendsten, wie auch immer man das definieren mag, oder wie auch immer das heißt. Ja, Montag ist scheiße auf Deutsch. Aber ja, muss man durch. Oh, ich laufe gerade an umgefallenen Sachen vorbei. Oh, man hat gesehen, wo ich arbeite. Oh, oh. Scheiße. Ja. Was sag ich? Keine Ahnung. Gibt nichts zu sagen. Nichts Spannendes. Muss noch bis 20 Uhr arbeiten. Jetzt haben wir 17.45 Uhr. Also noch ein bisschen vor mir. Noch ein bisschen mehr als 2 Stunden. Aber ja. Schaut euch das schöne Wetter an. Genießt es. Genießt es. Hier oben scheint sogar die Sonne. An einem Start. Oh Gott. Oh ja. Ich dachte, ich unterhalte. Oh. Ein Vogel. Ich dachte, ich unterhalte euch einfach mal ein bisschen. Ja. Wer es unterhalten findet, okay, wer nicht, soll es bleiben lassen. Diese negativen Kommentare über einen persönlich stören mich eigentlich gar nicht wirklich. Oh, Telefon klingelt. Also, Arbeit ruft. Ich melde mich dann gleich nochmal. Also Leute, wir haben hier gerade das Unwetter des Todes. Man hört mich, glaube ich, nicht gut, aber ja, so Weltuntergang und so. Yeah, es geht wieder los, Leute. Schaut euch das an, ey. Schaut euch das an. Alter. Drinnen hört sich das noch viel lauter an, weil wir so ein Plexiglasdach haben. Und ja, irgendein Vollidiot hat den Stapler offen gelassen. Wird schön nass drin jetzt. Oh ja. Gerade habe ich mich mit einer Kollegin noch drüber unterhalten, was für ein Unwetter das auch gestern war. Und dass es jetzt nur so ein bisschen windig und regnerisch ist. Und ja, kaum haben wir beide den Mund zugemacht, blitzt das erstmal und der größte Donner kommt. Und dann plötzlich fängt das so an zu pissen. Das ist unglaublich, ey. Wo das jedes Mal herkommt. So einfach, so. Da ganz hinten, da stehen die Mülltonnen, die sind gerade ganz rauf und runter auf und zugegangen. Das sah richtig krass aus. Da hinten auf dem Dach sieht man es auch ganz gut hier. Den Wind. Und es hat gerade geblitzt und gleich kracht das. Na? Ja gut. Ist aber schon wieder weit weg. Schade. Also da, wo ich gerade schade gesagt habe, da hat es dann gedonnert. Ja, also gerade war es viel lauter. Nun ja, ein bisschen Unwetter, endlich passiert mal was Spannendes, würde ich sagen.
Wow. So, jetzt einfach mal, dass ihr hört, wie laut das eigentlich ist. So laut ist das gerade im Markt. Und draußen... Ja gut, viel leiser ist es draußen auch nicht, aber... Es geht eben noch so weiter, das Wetter. Wir gehen jetzt mal ins Büro. Weil das ist die einzigste Stelle, in der es wirklich leiser ist. So, erstmal Fenster zumachen. Türe ist auch zu. So. Ja. Schöne Aussicht nach draußen, würde ich sagen. Ja. Jetzt gammeln wir uns mal an diesen PC hier. Und schauen einfach mal rein, was das Wetter so sagt. Anmelden. Nein, falsch. Ah, ich hasse diese Dinger hier. Das ist unglaublich. So, dann wieder abmelden und Internet aufmachen. So. Oh, es donnert wieder. Ja, schaut, dann das schnellste Internet überhaupt, wie man sieht. Das ist richtig krass. Nicht mal die Homepage wird gescheit aufgerufen. Und nein, das liegt nicht an dem Wetter draußen. Das ist immer so. Und wir warten. 10 Stunden später. Na, was kann ich euch in der Zeit erzählen? Gar nichts, glaube ich. Ja. Oh, es tut sich was. Ja, halb rund. Was haben wir? Lalala. Unwetterwarnung. In Böen starker bis stürmischer Wind mit einzelnen Sturmböen bis 88 Stundenkilometer. Also, what the fuck? Schnee bis in die Niederungen. Wow. 30 cm Neuschnee. Gut, das ist heute, Dienstag. Unwetterwarnung, gut. Was haben wir? Mittwoch. Unwetterwarnung. Nochmal die gleiche wie heute, okay. In Stärken 8 bis 9 entspricht das. Alles klar, Donnerstag ist wieder normal, Freitag auch. Boah, immerhin. Hier, da gehen Autos unter. Alter, was ist hier nur los? Alles spielt verrückt. Ja, okay, der PC spielt auch wieder verrückt, diese uralten Dinger. Ne? Ich habe jetzt nur die Internetseite aufgerufen und der ist lauter, wie wenn ich in meinem PC zocke, weil der in dem Scheiß schon heiß wird. Aber ja. Ja, Wetter ist Katastrophe. Alles Katastrophe zurzeit. Aber ja, spätschig Katastrophe. Nichts los, Katastrophe. Naja, ein bisschen verräumen, Ware verräumen, ja, mein Deutsch ist auch für den Arsch. Aber ja, das wird schon werden. Wir haben inzwischen 18.12 Uhr. Das heißt inzwischen, ja gut. Bisschen... Müssen wir alle noch. Und ich hoffe einfach, dass das Wetter mit Zeit wieder ein bisschen besser wird, dass man wenigstens halbwegs trocken zum Auto kommt. Aber ja. Also, Leute, ich schaffe noch ein bisschen und melde mich später nochmal. Vielleicht wird irgendwas Spannendes passiert, sonst nach der Arbeit. So, also ich bin jetzt endlich daheim. Warum sehe ich so aus? Einfach weil das Wetter wieder aufgehört hat. Feierabend hatten und genau als wir rausgekommen sind, natürlich hatten wir das Wetter, gerade als man unterm Dach rausläuft, es fängt wieder verdammt normal an zu schiffen und zu stürmen. Das ist doch der größte Scheiß, den es überhaupt gibt. Naja, egal, ist eben so, aber ich bin jetzt gut daheim angekommen im gemütlichen warmen Zimmer, an den PC gesetzt.
Ja. So, dieses Wetter war eigentlich so das Spannendste, was heute überhaupt passiert ist. Ja. Mehr gibt's eigentlich gar nicht zu sagen. Hier ein paar Briefe von mir. Hier, so. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Fliegen da plötzlich. Naja, mal reingucken. Ich habe ja Spätschicht, das heißt, ich werde mir noch einen gemütlichen Abend machen. Hier Videos gucken, ein bisschen da zocken, mal sehen. Ja. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Macht euch gemütlich bei dem Wetter. Das ist drin am besten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.